Ich darf Sie auch sehr herzlich begrüßen. Ich danke für die Vorstellung. Vor allem, es ist mir eine Ehre, dass ich hier eingeladen bin, über Frau Dr. Margarete Schmidt zu sprechen. Ich muss jetzt gleich zu Beginn ein Bekenntnis machen. Ich habe zwar schon sehr viele Vorträge gehalten in meinem Leben, aber noch nie online. Und daher bitte ich, um dies zu berücksichtigen, wenn irgendetwas nicht klappt und wenn es nicht weiter funktioniert. Aber der Herr Magister Lesacher ist ja in der Nähe und er wird mir helfen. Und irgendwie, alles ist das erste Mal und irgendwie werde ich das schon schaffen. Wie gesagt, es ist mir eine Ehre, von einer Frau zu erzählen, die sehr bedeutend war, nicht nur für die Erzdiözese Wien, sondern für Österreich insgesamt. Dass ich keine Theologin bin, das ist schon erwähnt worden bei der Vorstellung. Daher kann ich über diese Frau nur erzählen als Publizistin und mit zeitgeschichtlichem Hintergrund, weil das ist mein Thema. Und ich habe mich mit Margarete Schmidt ja sehr viel beschäftigt für mein Buch Gottes starke Töchter, aber auch für mein Buch Vom Aufbruch in die Krise habe ich ja auch noch einmal eine kurze Biografie über sie geschrieben. Ich habe Margarete Schmidt gekannt, aber nicht jetzt persönlich mit ihr zu tun gehabt. Ich kannte sie vom Sehen, weil die Schmiedin, wie sie genannt worden ist, und das ist bei uns in Wien vor allem immer ein Ehrentitel, wenn es so heißt, die so und so oder der so und so, war ja nicht zu übersehen. Sie war zwar klein, zierlich, aber wie gesagt, man hat sie gesehen, weil sie sehr elegant war. Sie trug immer große Hüte, hohe Absätze, um größer zu erscheinen, was ich verstehe, weil ich bin auch nicht sehr groß, und große überdimensionierte Taschen. Aber sie war eine beeindruckende Erscheinung und man konnte sie, wie gesagt, nicht zu übersehen. Ich habe mit ihr, das habe ich schon gesagt, zu tun gehabt über meine Bücher. Und ich habe sie sehr bewundert, was ich sonst von ihr gehört habe, als Publizistin auch. Sie gehörte zu jenem Team von drei jungen Frauen, Hildegard Holzer, Willi Lusnik, die vom Domkapitel Karl Rudolf in das Seelsorgeinstitut berufen wurden, das er 1932 gründete, um neue pastoralen Ideen und Konzepte zu erarbeiten. Es war eine ungewohnte Ballung dreier energischer junger Frauen, die nicht nur neue Ideen umsetzten, sondern auch ein neues Frauenbild repräsentierten. Und dieses neue Frauenbild, das sie repräsentierten, veranlasste einige Kirchenmänner, die das überhaupt nicht gewohnt waren, zu dem sorgenvollen Ausruf: Schickst doch die Maron wieder heim. Das wurde nicht gemacht, Gott sei Dank, dass die Marl nicht heimgeschickt worden sind, weil gerade diese drei Marl haben dann nicht nur während des Krieges sehr viel für die Kirche getan und oft unter Lebensgefahr, muss man schon sagen, sondern nach 1945 auch neue Ideen verwirklicht. Hildegard Holzer, das Seminar für kirchliche Frauenberufe, Willi Lusnik, katholische Jungschar und Studienstelle für Kinder- und Jugendliteratur und Margarete Schmidt mit den theologischen Kursen. Also wie gesagt, es war, wäre ja schade gewesen, wenn man diese drei energischen Mauern heimgeschickt hätte. Beim Heimschicken, um das zu sagen, wäre es bei Margarete Schmidt ein weiter Weg gewesen. Weil die zopferte Gretel, wie sie von ihren Schulkollegen genannt wurde, sie hatte lange Zöpfe, kam aus Tirol. Sie wurde dort geboren am 9.10.1914 und war die fünfte von sieben Kindern einer Mittelstandsfamilie. Die Familie ist anfangs sehr gut finanziell gegangen. Der Vater hatte eine gute Position in einer Firma. Aber dann kam Folgendes: Er wurde krank, länger krank, wurde gekündigt und es machte sich natürlich die Armut breit. Sie kamen nur über die Runde durch die Hilfe der Großeltern. Nach außen durfte da nichts dringen, wie arm sie wirklich sind.
Aber es muss schon ziemlich stark, sie war schon sehr stark geprägt, Margarete Schmidt, von diesen Kindheitserlebnissen. Sie hat sich natürlich dann, das muss man vielleicht nur sagen, zu Hause hat es natürlich durch diese Familienumstände auch immer Probleme auch gegeben mit den Brüdern, mit den Söhnen. Der Vater und die Söhne sind sie da oft, sehr oft ideologisch ein bisschen in die Haare geraten, politisch auch. Und sie ist da geflüchtet, die Margarete hat sich da einer Familie angeschlossen, die sehr katholisch engagiert war und wurde dann auch über diese Familie angesprochen von der Marianischen Hochschülerkongregation, die Pater Mitzger gegründet hat, und hat sich dort, also wie gesagt, sehr wohl gefühlt und angeschlossen. Sie hat nur einmal gesagt, ein bisschen ein Problem hat sie mit den Grundsätzen der Marianischen Hochschülerkongregation, mit der besonderen Marienverehrung. Also ich kann mir das schon vorstellen, sie als damals schon energisches Mädchen, und es hat doch damals eine andere Marienverehrung gegeben, ein bisschen vielleicht ins Süßlichere abgleitend als heute. Sehr angesprochen war sie von der jesuitischen Spiritualität. Ja, sie hat die Volksschule besucht, was dann? Die Familie konnte sich wie für die anderen älteren Kinder kein Internat leisten mehr. Was machen? Am besten wäre es, wenn sie die Lehrerinnenbildungsanstalt also besuchen würde und dann möglichst bald in den Beruf einsteigen. Das hat sie auch gemacht. Ihr Wunsch wäre gewesen, ein Theologiestudium. Aber das war damals erstens nicht nur finanziell für sie unmöglich, sondern vor allem, es war für eine Frau damals noch unmöglich. Also es wurde fast nicht akzeptiert. Sie studierte dann Philosophie, und zwar Pädagogik, Psychologie, Germanistik auch, unter schwierigsten finanziellen Bedingungen. Also sie hat wohl Logis ja zu Hause gehabt, aber sie musste für alles andere selbst aufkommen. Sie hat Nachhilfestunden gegeben, sie hat Dissertationen geschrieben und so weiter. Also irgendwie ist sie da doch durchgekommen durch das Studium. Sie hat aber nebenbei auch noch belegt, das ist gegangen als Frau, Kirchengeschichte auf der Theologischen Fakultät, die von Jesuiten geführt wurde. Jetzt geht es nicht weiter. Entschuldigen Sie, irgendwas ist jetzt. Ich komme. Oh ja, ich habe schon wieder. Ja, sie hat sich dann. Das sind so die Pannen, die jetzt bei meinen erstmaligen Online-Versuch passieren werden, wahrscheinlich noch ein paar Mal. Sie hat sich übrigens ein ungewöhnliches Dissertationsthema dann gewählt, und zwar Thomas von Aquin. Das hat sie angesprochen, eben durch ihre enge Beziehung zu den Jesuiten. Es wurde irgendwie auch akzeptiert. Es war ja 1937 dann die Zeiten schon so turbulent. Keiner hat gewusst, wie es weitergehen wird, dass man da wahrscheinlich nicht gar so großes Augenmerk auf dieses etwas ungewöhnliche Thema gelenkt hat. Sie hat dann promoviert 1937 in Philosophie. Theologie hat sie dann wohl auch noch studiert, aber erst 1956 war die Promotion Theologie, und zwar von 1946 bis 1956 hat sie studiert, weil sie es ja nebenbei gemacht hat, neben den theologischen Kursen. Und ich weiß nicht ganz, war sie als fünfte Frau in Österreich, die Theologie studiert hat, oder als fünfte Frau auf der Universität Wien. Ich glaube, es war auf der Universität Wien, war sie, glaube ich, Ja, die fünfte Frau. weiß ich nicht. Ja, gut, also sie hat 1956 ihren Herzenswunsch also nachholen können und hat auch in Theologie promoviert. Als Studentin traf sie bereits eine Lebensentscheidung, und zwar, dass sie keine Familie gründen wird, aber auch in keinen Orden eintreten wird. Sie wollte
als berufstätige Christin in der Welt für die Kirche und in dieser Kirche arbeiten. Sie war da eigentlich nicht die Einzige in dieser Generation. Ich nehme auch über Hildegard Holzer, die hat das genauso also für sich abgelegt, dass sie gesagt, keine Heirat, keine Familiengründung, aber auch kein Orden kam für diese Frauen in Betracht. Dazu waren sie vielleicht zu sehr in der Welt stehend und etwas machen wollend für die Kirche als berufstätige Christin. Und so hat sie diese Entscheidung getroffen. Sie hat dann, als sie promoviert hat, 1937, hat sie ein Angebot bekommen, und zwar vom Kanonikus Engelhardt. Der war übrigens mit dem Aufbau der katholischen Aktion betraut. Der war bei einem Sommerlager in Innsbruck und ist auf diese sehr engagierte junge Studentin aufmerksam geworden und hat gemeint, sie soll sich das überlegen, ob sie nicht nach Wien kommen möchte nach der Promotion. Und es war gerade für sie der richtige Zeitpunkt, auch aus familiären Gründen. In der Familie sind die Streitigkeiten fast explodiert, ein bisschen, muss man sagen, weil die Brüder waren arbeitslos und haben sympathisiert mit dem kommenden NS-Regime schon. Sie war damals eigentlich bei vielen so, die sich da, die arbeitslos waren, die eben keine Arbeit gehabt haben, die gedacht haben, ach, mit dem neuen Regime kriegen wir sicher Arbeit. Arbeit wurde ihnen ja auch versprochen. Aber die Gefahren haben sie natürlich nicht abgesehen, die mit diesem neuen Regime einziehen, welche Sachen dann verboten werden und so weiter und so weiter. Also das konnten sie nicht absehen damals. Und die Brüder und der Vater, der zwar auch national gesinnt war, aber nicht also Richtung NS, haben sich da sehr in die Haare bekriegt und sie wollte aus dem Ganzen einfach weg und hat das Angebot angenommen. Im Dezember hat sie promoviert, 37, und kam dann im Jänner 38 nach Wien und hat dann hier also eben am Seelsorgeinstitut zu arbeiten begonnen. Sie kam in eine Stadt, in Wien war es ja besonders arg, wo die Atmosphäre zum Zerreißen war. Schuschnigg, Bundeskanzler Schuschnigg, glaubte noch etwas zu retten, wo man gesehen hat, es ist einfach nichts mehr zu retten. Er kam gegen Adolf Hitler einfach nicht auf. Der Einmarsch stand schon quasi vor der Tür fast, war dann provoziert auch durch die Volksabstimmung, die dann doch stattfand am 9. April, wo Schuschnigg zuerst glaubte, wenn er die Volksabstimmung macht, dass er vielleicht das Ruder noch herumreißen kann, dadurch gar nicht. Also es kam dann durch Hitler zur Volksabstimmung, wo dann 99%, mehr wie 99% mit Ja stimmten. Und in diese Atmosphäre hinein, in dieses gespannte Leben, kam sie nach Wien. Es war für sie trotzdem ein Umschwung, dass sie jetzt etwas tun konnten, dass sie da im Seelsorgeinstitut sein durfte. Sie hatten natürlich die Gleichgesichten Lustig und Holzer eben getroffen. Sie haben sich sofort gleich gut verstanden. Rundherum wurde es immer ärger. Also durch die Volksabstimmung also war es dann eindeutig, dass Österreich nicht mehr existierte, sondern zu Großdeutschland gehörte auch. Und es kam trotz der, ja, sagen wir, ein bisschen Loyalitätserklärung der Bischofskonferenz sofort zu Verboten und Einschränkungen. Ich sage immer, man muss das auch von der damaligen Zeit wissen. Die Bischöfe haben auch gedacht, sie können noch etwas retten, waren vielleicht auch ein bisschen zu naiv, haben das geglaubt, was ihnen da versprochen worden ist. Aber es kam dann sehr rasch die Ernüchterung und
Der Kirche wurde sehr viel verboten, eingeschränkt nur auf die Pfarrebene, die Orden auch, die kirchliche Laienarbeit wurde verboten. Es kam zur Auflösung der theologischen Fakultäten, der ganzen katholischen Organisationen und auch bereits zu vielen Verhaftungen von Priestern, die damals doch das Wort ergriffen von der Kanzel und gesagt haben, welche Gefahren jetzt für Österreich droht. Also sie waren ziemlich die Ersten, die dann gleich verhaftet worden sind. Ein sehr geschickter Schachzug war es, dass man das Seelsorgeinstitut jetzt dem erzbischöflichen Ordinariat angegliedert hat, und zwar ab August 38. Damit unterstand es direkt den Kardinal und war doch einigermaßen also, vor Zugriffen geschützt. Irgendwie wurde dieses Seelsorgeamt dann zu einer Zelle schon des geistigen Widerstandes. Es haben sich doch dort alle die Leute getroffen und ausgetauscht, was man doch tun kann und so weiter, die mit den ganzen Entwicklungen also keinesfalls also einverstanden waren. Margarete Schmidt war betraut einmal am Anfang mit dem religiösen Schrifttum, mit der Beschaffung religiöser Literatur, die ja sofort verboten wurden. Die Pfarrbüchereien wurden eingeschränkt auf nur einige Titeln. Es gab ja zum Kaufen überhaupt dann keine religiöse Literatur mehr, aber man versuchte halt doch irgendwie etwas und im Bereich der Pfarre etwas unter die Leute zu bringen. Und man hat damals auch die ersten Schriftenstände in den Kirchen eingerichtet. Also da hat man doch mit Kleinschriften und so weiter, konnte man doch den Leuten irgendwie ein bisschen helfen, dass sie nicht total irre werden an der Zeit, die da angebrochen ist. Der Krieg ist ja auch dann 31 ausgebrochen und viele sind ja sofort eingerückt. Ja, also die Arbeit am Anfang entsprach eigentlich ganz dem Engagement von Margarete Schmidt. Ich war mit Feueröfer dabei. Entschuldigen Sie, aber ich muss immer mit den weiterdrehen. Und sie interviewt auch trotz großer Einschränkungen und Verbote, gelang es ja doch immer irgendetwas doch wiederum zu initiieren, zum Beispiel eben Kurse auch über religiöse Literatur, was wirklich also ihr Leib- und Lebensthema war. Sie hat auch Leseabende haben sie veranstaltet, die verlegte man dann später in Privatwohnungen, was natürlich auch sehr gefährlich war, weil Spitzeln waren überall, man wusste nie, was die Nachbarn alles mitbekommen, aber sie haben es einfach einmal probiert. Es begann damals für Margarete Schmidt eine Zusammenarbeit schon mit Karl Strobel von der Hochschulseelsorge, mit Otto Mauer und mit namhaften Professoren wie Diego Götz und Karl Rahner, den sie ja schon von Innsbruck her kannte, hat sie hier in Wien dann auch wieder getroffen. Und bei diesen Abenden in den Privatwohnungen hat sie auch eingeladen und da entstanden sehr gute Kontakte für sie, für später dann auch nach dem Krieg zur Kulturszene. Sie hat Schauspieler eingeladen, die aus Werken verbotener Schriftsteller lasen, zum Beispiel Maria Eis, Oskar Werner, Raul Aslan, das waren ja alles prominente Schauspieler und die auch keinesfalls mit dem Regime einverstanden war und auch teilweise gar nicht mehr spielen also durften. Und dann begann überhaupt wieder was Neues für sie. 1940 entstand nämlich dann bei diesen ganzen Abenden, wo man sich da so getroffen hat, der Gedanke für ein theologisches Laienjahr. Man wollte den Menschen in diesen schwierigen Zeiten Hilfe bieten durch Auseinandersetzung mit dem Glauben. Es haben sich doch auch plötzlich Menschen, die vorher entweder nur ein Traditionschristentum gepflegt haben
oder eher distanziert den Glauben gegenüber waren, sich dann doch begonnen, mit dem Glauben auseinanderzusetzen. Sie suchten irgendwie einen Halt, eine Hilfe in diesen schwierigen Zeiten. Also man hat versucht, also eben einmal für ein Jahr so ein Laienjahr anzubieten. Das Konzept war von Rudolf, von Otto Mauer und von Strobel, sowie auch bereits von Margarete Schmidt. Sie war aber nicht nur mit dem Konzept erstellen auch beschäftigt, sondern sie war überhaupt ein Mädchen für alles, weil sie hat ja auch alle Sekretariatsarbeiten und Einladungen und so weiter und Werbung, das hat alles sie gemacht. Man hatte damals schon sehr namhafte Referenten, Emraner, Jungmann, Fliegler. Und Margarete Schmidt hat ungewöhnlich für eine Frau auch bereits Vorträge in Philosophie gehalten. Die Arbeit war es schon auch wieder sehr gefährlich zu der damaligen Zeit, weil alles, was am Stephansplatz oder auch in den Pfarrern, aber vor allem der Stephansplatz passierte, wurde natürlich genau beobachtet von der Gestapo. Und wenn so ein Kurs stattfand, wusste man ja nie, ob nicht unter den Teilnehmern ein Spitzel saß. Margarete Schmidt hat es auf sich genommen und nahm daher an jedem Kurs teil. Und vor allem, dass ja nicht irgendwie eine politische Diskussion ausbricht. Und das wollte sie unbedingt verhindern. Weil man hat auch nicht gewusst, ob nicht, wie gesagt, wenn ein Spitzel drunter sitzt, ob der nicht durch irgendetwa eine Fragestellung Leute provozieren will. Also da hat sie genau aufgepasst und hat es wirklich gleich zu Beginn also immer unterbunden, dass es nicht so sehr ins Politische rutscht. Der Zuspruch war sehr groß, trotz Verdunkelung. Später Fliegerangriffe haben die Menschen eigentlich lange Fußmärsche auf sich genommen, um hinzukommen. Es gab dann neben dem theologischen Angebot auch Angebote für Literatur und Kunst. Es war von Margarete Schmidt bereits organisiert. Der Erfolg war nach dem Probejahr so groß, dass man gesagt hat, man wird das weiterführen und hat den Titel jetzt genommen, Theologische Kurse für Laien. Auch da gab es vorher eine Eingrenzung noch. Und zwar zuerst hat man es gedacht, nur für Akademiker. Da war aber schon die Margarete Schmidt dagegen. Und ab 1942 auch für Pflichtschulabsolventen. Leiter war der Prälat Rudolf. Und Margarete Schmidt war für die Organisation verantwortlich und erledigte, wie gesagt, auch alle Sekretariatsarbeiten. Nach dem Krieg gab es dann eine Auseinandersetzung, aber da komme ich dann später dazu. Und da hat dann in den 50er Jahren die Margarete Schmidt die Leitung übernommen. Die letzten Kriegstage hat Margarete Schmidt, so wie auch andere, auch Hildegard Holzer hat das gemacht, bei den englischen Fräuleins in der Steindlgasse im ersten Bezirk verbracht. Das war der sicherste Ort, weil dort waren auch einige Jesuitenpatres und da hatten auch, wie die Russen einmarschiert sind, die hatte vor den Puppen, wie sie gesagt haben, haben sie doch einen Respekt gehabt und sind doch nicht auch gar so eingedrungen. Und es war wirklich auch ein Glück, die sich für die Frauen, die sich dort alle versteckt haben. Man glaubt es fast nicht, aber die Unterbrechung des Kurses 1945 dauerte nur 3 Wochen. Nach 3 Wochen war man wieder so weit, dass man gesagt hat, wir tun weiter. Trotz Hunger und eingeschränkter Lebensumstände waren aber die Menschen auch ausgehungert nach geistiger Nahrung. Und es interessierten sich jetzt auch Menschen ohne religiöse Bildung. Und Margarete Schmidt war überhaupt voll Tatendrang. Ihr Arbeitseinsatz war enorm. Sie hat nämlich nicht nur die theologischen Kurse betreut, sondern sie gründete 1947 im Rahmen des von ihr geleiteten Referates die Zeitschrift Buch und Schriftum, später Literarisches Forum und die Zeitung
Zeit im Buch und 1951 noch den Lehrgang für Bücherkunde. Alles, was sie gemacht hat, auf ehrenamtlicher Basis. Sie eröffnete damit für viele den Zugang zur Literatur des 20. Jahrhunderts. Und da muss ich auch aus eigener Erfahrung etwas noch beitragen. Ich bin ja während des Krieges in die Volksschule gegangen. Also ich habe überhaupt nichts gewusst, was sonst außer von einem Hemingway oder Marcel Proust oder auch ein Österreicher Stefan Zweig habe ich überhaupt nichts gewusst. Dafür war ich sehr beschlagen in den deutschen Heldensagen, weil die haben wir bis zum, es geht nicht mehr, serviert bekommen. Und ich kann mich erinnern, dann nach 1945, wie man die ersten Bücher von Menschen außerhalb des deutschen Sprachraumes, auch von Russen in die Hände gefallen sind. Also ich habe das verschlungen. Ich bin zum Unmut meiner Mutter, habe ich ja fast auf Schulgehen vergessen, weil ich nur immer gelesen habe und gelesen. Und so wie es mir gegangen ist, ich weiß es aus Erzählungen von Freundinnen, ist genauso gegangen. Also man verschlang geradezu die Bücher, weil man ja ausgehungert war und plötzlich gesehen habe, halt, da gibt es ja noch eine andere Welt und die wollen wir auch kennenlernen. Die Hauptaufgabe von Margarete Schmidt mit den theologischen Kurse war also irgendwie immer an die sich öffnende Zeit und auch sich doch öffnende Kirche wieder weiterzuführen. 1950 hat sie etwas verwirklicht, wo sie durch Zufall eigentlich die Anregung bekommen hat. Und zwar hat sie in einer Zeitung gelesen, dass es in Kanada einen Ehevorbereitungsfernkurs gibt. Und da hat sie gedacht, also ein Fernkurs für Ehevorbereitung, das könnte man ja eigentlich für die theologische Weiterbildung auch machen. Und hat wirklich das umgesetzt und das Grundkonzept war jenes der Wiener Kurse, aber eben für Leute von auswärts also adaptiert. Der Fernkurs schlug so ein, dass er auch bald vom benachbarten Ausland übernommen wurde. Also vor allem in Südtirol, in der Schweiz, in Deutschland, ja sogar in Ungarn hat man diesen Fernkurs dann belegt und das war ein ganz toller Erfolg. Also in all dieser Zeit nach 1945 hat Margarete Schmidt die Skripten erstellt, sie wählte die Referenten aus, sie war wie gesagt ein Mädchen für alles. Ab 1955 stand ihr dann Elisabeth Duscher treu zur Seite, eigentlich wirklich eine auch bewundernswerte Frau, die ruhig und still an ihrer Seite gestanden ist, ihr vieles abgenommen hat und vor allem auch ihre letzten Lebensjahre treu begleitet hat. Ich glaube, manches hätte sie ohne die Elisabeth Duscher, glaube ich, gar nicht umsetzen können. Ich habe da, wie ich recherchiert habe für die Kurzbiografie, habe ich lange Gespräche mit der Elisabeth Duscher geführt und ich war sehr beeindruckt auch von dieser Frau. Ein großes Problem, wahrscheinlich heute genauso, das wird es immer begleiten, die theologischen Kurse, war die Finanzierung, weil die Subventionierung durch die Kirche war etwas spärlich und die Leute haben damals doch auch nicht so viel Geld erübrigen können, aber irgendwo sind sie doch über die Runden immer gekommen. In den 50er Jahren ist dann ein Problem entstanden, eigentlich zwei. Wer soll angesprochen werden mit den Kursen und wer soll verantwortlich sein für die Leitung? Also das Erste, es ging um die Frage der Spiritualität der Kursteilnehmer. Der Leiter Kanonikus Rudolf, er kam ja vom Bund Neuland, war total wieder anders geprägt wie Margarete Schmidt, wollte eine einheitliche Spiritualität aller Kursteilnehmer. Margarete Schmidt, sie war ignatianisch geprägt, der Kurs soll für alle offen sein, jeder Spiritualität, auch und auch den Glauben noch fernstehende.
Den Konflikt löste dann Erzbischof Jachim, wie auch in anderen Fällen, da muss ich etwas ganz auch kurz, er gab Margarete Schmidt recht, muss ich etwas zu Erzbischof Jachim sagen. Wenn der Name Jachim fällt, ist immer bei den meisten Leuten immer etwas noch mit seiner Weihe, wo er vor der Weihe weggegangen ist. Es wird immer noch mit seinem Namen allzu oft in Verbindung gebracht. Aber Erzbischof Jachim, wenn es den nicht gegeben hätte, wäre vieles nicht passiert, muss ich sagen. Er war so der ruhende Pol. Er hat unheimlich viel nicht nur im Bauwesen gemacht, sondern er hat auch sehr viel geschlichtet an Konflikten, die aufgetreten sind. Mir ist es immer wieder aufgefallen bei den Recherchen für meine Biografien. Nicht nur jetzt bei der Margarete Schmidt hat er eingegriffen, auch bei der Hertha Bammer war es. Also immer wieder. Er hat sich einmal das Problem angehört. Er hat immer ein Buch bei sich gehabt, wo er alles schön hineingeschrieben hat. Dann hat er gesagt, er muss sich das überlegen. Und dann kam er eben zu einer also seiner Lösung. Und die hat eigentlich, waren immer alle Beteiligten eigentlich ja, froh darüber, wie er es gelöst hat. Also in dem Falle jetzt, nachdem das Problem mit der Spiritualität gelöst wurde von ihm auch und er Margarete Schmidt recht gegeben hat, dass die Kurse für alle offen stehen sollen, war dies auch der Anlass, mal Statuten für die Leitung auszuarbeiten, was ja bis jetzt auch nicht gegeben hat. Also man hat Folgendes dann zusammengefasst, der Leiter oder Leiterin soll ein Laie sein und daneben ehrenamtlich als Geistlicher, ein geistlicher Beirat und ein Kuratorium soll auch noch alles also begleiten. Wie Margarete Schmidt in diesem ganzen Problem, was sich hier natürlich auch über einige Zeit gezogen hat, bis man zu dieser für alle akzeptablen Lösung gekommen ist, gezeigt hat. Sie war loyal, das war sie der Kirche gegenüber, aber sie behielt für sich die Freiheit des eigenen Denkens und das Recht auf kritisches Urteilen. Also das hat sie sich nicht verwehren lassen oder nicht verbieten, sagen wir so, lassen. Sie vertrat ganz entschieden ihre Vorstellungen an höchster Stelle und war da sehr hartnäckig, wenn es um die Sache gegangen ist. Sie hat dann, wie sie die Leitung übernommen hat, großes Augenmerk auf die Auswahl der Referenten gelegt. Es war ja fast eine Ehre, wenn jemand dort als Referent auftreten durfte. Sie legte strenge Kriterien an. Und sie hat auch tolle Referenten gehabt, damals noch, wie er in St. Pölten war, von König, Dr. König, Rahner. Also es war die Elite der Theologie, kann man sagen, hat sie eigentlich auch für die Kurse also eingeladen. Es kam dann, 1962 kam dann eine große Wende, nicht nur für die Kirche, im Großen, im Kleinen für Margarete Schmidt, das Zweite Vatikanische Konzil. Margarete Schmidt war anfangs einmal skeptisch abwartend, obwohl sie eigentlich immer für Neues offen war, aber es entsprach auch ihre Einstellung, dass sie mal sagt, jetzt muss ich mal schauen, wie das Ganze läuft, was kommt da auf uns zu. Sie verfolgte ganz intensiv den Konzilsverlauf, studierte alle Unterlagen. Sie diskutierte mit prominenten Theologen darüber und begann sich mit den neuen Gedanken, Kirche sind wir alle, den sie eigentlich eh schon durch ihr Tun auch verkörpert hat, zusehends zu identifizieren. Gründlich, wie sie war, organisierte sie Studienfahrten nach Rom und sie selbst konnte auch an einer Konzilssitzung teilnehmen, wo sie total begeistert war, also von der ganzen Atmosphäre und von den Wortmeldungen. Sie erarbeitete sich als, wie sie sich selbst bezeichnete, leidenschaftliche Denkerin, sozusagen ein neues Kirchenverständnis. Und es entsprach auch
ihrer Mentalität, dass sie sofort begann, unter den Konzilstheologen für zu werben für die Mitarbeiter an den Kursen. Sie wollte die gewinnen, um dadurch die Konzilsergebnisse in die Kurse einfließen zu lassen. Ihr Ansatz war, und das war einfach notwendig, weil viele Leute waren ja etwas überfordert durch das Ganze, einen Brückenschlag zu machen zwischen vor- und nach konziliarer Zeit und die Menschen behutsam vertraut zu machen. Weil da waren ja auch die Leute zuerst viele ja ablehnend und sagen, wer weiß, was das ist. Und das haben wir immer, Traditionschristentum, wir haben das immer so gemacht. Und das heißt plötzlich, Kirche sind wir alle. Das war für viele doch äußerst ungenau. Der Ansturm zu dieser Zeit auf die theologischen Angebote war enorm. Also es kam auch zu neuen Kursangeboten. Und es musste natürlich auch wiederum Neues für die Leute angeboten werden, auch beruhend eben auf den neuen Konzilsergebnissen. Ein kleines Detail, wie ernst sie Kirche nahm, ist zum Beispiel, dass sie verfügte, dass sie jetzt künftig bei den theologischen Kursen es nicht mehr hochwürdige Herren gab oder Exzellenzen und Eminenzen, sondern es gab der Herr Bischof, der Herr Prälat und so weiter. Also mit hochwürdig und Exzellenz und Eminenz, das hat sie gesagt, das entspricht nicht den Konzilsgedanken. Etwas, was auch zu dieser Zeit dann schon aufgebrochen ist, noch später, womit sie sich aber nie ganz identifizierte, war die feministische Theologie. Sie lud zwar Vertreterinnen zu Vorträgen und Diskussionen ein, war sehr kritisch. Sie wollte hören, was sie referierten, ihre Meinung. Sie stellte äußerst kritische Fragen auf, aber so ganz damit identifizieren konnte sie sich nicht, oder vielleicht sie hat sich auch nicht zu sehr damit dann für sich persönlich auseinandergesetzt. Und ich meine auch, warum. Sie war da nicht die einzige Frau aus der damaligen Pionierzeit, muss ich sagen, die da eher, na, sagen wir, nicht ablehnend, aber kritisch waren oder das gar nicht für sich so zur Kenntnis genommen hat. Man ja nur denk an die Innsbruckerin Bissere Kudelis später, die war auch bei der Frauenfrage sehr distanziert und also das hat sie sich auch sehr lange auseinandergesetzt, bis sie ein bisschen angenähert hat. Und jetzt muss man sagen, diese Frauen, jetzt komme ich wieder drauf, auf die Holzer, auf die Lusnik, auf die Schmidt später, die Hertha Bammer, das waren alles Pionierinnen, die haben sich durchgesetzt in der, nicht nur in der Gesellschaft, sondern in der Kirche. Sie haben ihre Meinung eingebracht, ob gelegen oder nicht. Also die haben das, die, wie soll ich sagen, sie haben das gar nicht notwendig geachtet, dass sie sich da jetzt noch mit extra theologischen Denken auseinandersetzen sollen, sondern sie haben gesagt, wir haben hier unseren Platz, diesen Platz nehmen wir ein und wir sagen unsere Meinung, ob gelegen oder nicht. Also irgendwie verstehe ich es ein bisschen, dass die Frauen, wir können das aus der heutigen Sicht gar nicht sehen, wie die Frauen also agiert haben und wie sie auch akzeptiert, doch wohl oft widerstrebend, aber sie sind akzeptiert worden letztlich. Weil da haben sie ja schon gar nicht aufgegeben, wenn sie von einer Idee überzeugt waren. Und die Frauen, wenn sie noch leben würden, die würden wahrscheinlich wiederum über uns heute lachen, dass wir uns in Kopf zerbrechen, ob es große I ist oder ob das ist oder jenes. Jede Zeit hat ihre Probleme und setzt sich damit auseinander. Aber die Frauen damals hatten andere Probleme und die haben sie für sich damals gelöst. Etwas möchte ich auch noch sagen, was mit ihren Namen verbunden ist, ist der Schmidtsche Salon. Es war eine große Ehre, in den Schmidtschen Salon eingeladen zu werden. Wien war immer schon eine Stadt der Salonier, vom Wiener Kongress bekannt.
19. 20. Jahrhundert, ich nenne nur die Bertha Zuckerkandl, Alma Mahlerwerfel oder die Eugenie Schwarzwald. Da trafen sich dann Künstler und Politiker zum anregenden Gedankenaustausch. Mit den politischen Veränderungen in den 30er Jahren schlossen sich natürlich die Türen für diese Salons. Und Margarete Schmidt ließ das eigentlich wiederum aufleben. Sie lud ihn privat in ihre Wohnung ein, 6 bis 8 Mal jährlich. Es war ein auserwählter Kreis, Prominenz aus Theologie, Wissenschaft und Kirche. Gemeinsam mit Elisabeth Duscher sorgte sie höchstpersönlich für das leibliche Wohl. Es wurde ausgezeichnet gekocht, wurde mir erzählt. Jeder Abend, aber man durfte sich nicht dem Essen alleine hingeben, sondern jeder Abend stand unter einem Motto und mit dem man sich dann in einem Kurzreferat jemand auseinandersetzte, der dafür also zuständig war. Entweder ging es um ein neues Buch oder um eine Papstaussage oder eine Aussage eines Bischofs. Irgendetwas stellte sich immer, wo man sich zusammensetzte, darüber diskutierte. Und Margarete Schmidt war ja da in ihrem Element, wann sie über etwas diskutieren konnte und Meinungen einholen. Also wie gesagt, es war ein auserlesener Kreis, der sich hier traf. Ein großes Problem für Menschen wie Margarete Schmidt, die unter schwierigsten Umständen etwas auf die Beine stellen und eigene Gedanken und Ideen umsetzen, ist immer die Übergabe des Geschaffenen an Nachfolger. Ich habe das bei meinen Frauenbiografien immer gesehen. Am schwierigsten war es dann immer, also wenn es dann heißt, also irgendwann muss ich doch zurücktreten oder es wurde mir nahegelegt, zurückzutreten. Und wie werden es die anderen jetzt machen? Wie werden die ohne mich das weiterführen? So war es auch bei Margarete Schmidt. Sie ging 1980 in Pension nach 40 Jahren intensiver Arbeit. Also es war ja wirklich einmalig, was sie in diesen 40 Jahren also vollbracht hat, was sie getan hat und welche Zeitabläufe waren in diesen 40 Jahren, was sich auch in der Welt getan hat. Sie betreute bis 1996 noch die Zeitschrift Zeit im Buch und verfolgte natürlich kritisch die Weiterentwicklung der Kurse. Die unmittelbare Nachfolge war von Professor Walter Kirchschläger, der aber nach 2 Jahren dann ein Angebot aus Luzern annahm und in die Schweiz ging. Und dann folgte Ursula Struppe, die dann auch länger blieb und die auch vorher schon eingeladen worden ist von Margarete Schmidt zu Diskussionen und Vorträgen. Loslassen hat Margarete Schmidt nicht können. Sie war ja zudem auch Ehrenkuratoriumsmitglied, damit war sie auch bei den Sitzungen doch noch immer dabei. Und ihr allzu waches Interesse hat halt kein großes Entzücken bei den Nachfolgern hervorgerufen. Sie war besonders kritisch gegenüber organisatorischen Veränderungen. Es hat sie natürlich sehr viel getan dann in dieser Zeit nach 80, in den 90er Jahren. Es musste vieles umgeändert werden. Also sie konnte manches nicht nachvollziehen. Und sie tat immer ziemlich unverblümt ihre Meinung kund. Aber irgendwie hat man das dann auch, irgendwie war es auch dann gelöst. Man hat es irgendwie akzeptiert, wenn sie noch ihre Meinung gesagt hat. Für sie auch sehr einschneidend waren die Veränderungen am Stephansplatz durch den Rücktritt von Kardinal König, mit denen sie sehr, sehr verbunden war. Es machte ihr die Nachfolge sehr zu schaffen. Und es war verständlich, dass die engagierte, intellektuelle Frau mit dem Nachfolger Erzbischof Grohr keine Gesprächsbasis fand. Und es war für sie wirklich ein Problem, sie, die mitgewirkt hat, auch in dieser Zeit, wo sich die Kirche geöffnet hat, wiederum auf ein verengtes Kirchenbild reduziert zu werden. Also das wurde für sie schon ein großes Problem. Ihre Karriere nach unten, wie sie auch einmal sehr kritisch sagte, begann rapide mit einem 1983 erfolgten Verkehrsunfall.
dessen Folge sie sehr zu leiden gehabt hat, sie sehr eingeschränkt haben in den kommenden Jahren. Sie konnte zwar 1990 auch das 50-jährige Bestehen der theologischen Kurse mitfeiern, was sie besonders gefreut hat, aber 1993 erlitt sie einen Schlaganfall, der sie auch wieder sehr zurückwarf. Ihr Ende bereits ahnend feierte sie dann im Dezember 96 noch ein Abschiedsfest in ihrer Wohnung. Und sie war ja sehr betreut von Elisabeth Duscher, die wirklich da so aufgegangen ist in dieser Pflege. Aber am 11. Jänner 1997 machte dann ein Herzinfarkt ihrem Leben ein Ende. Und etwas, was wirklich, also kann man gar nicht nachvollziehen, nur 6 Stunden später verstarb ihre Schwester in Innsbruck. Beide sind dann am Friedhof ins Stift Wilden begraben. Es gibt Dinge, die zwischen Himmel und Erde, wie es so schön heißt, wie die passieren, wie das sind, diese enge Verbundenheit, nehme ich an, zwischen den zwei Schwestern ist das so gewesen. Die Worte von Weihbischof Helmut Kreitzl beim feierlichen Requiem charakterisieren die Schmiedin am besten. Sie war eine Persönlichkeit, die selbstbewusst und unbeirrt als Frau ihren Weg in der Kirche gegangen ist, die auch den Weg für vieles und viele in der Kirche geöffnet hat. Ich glaube, dieser Satz umfasst wirklich das Leben, das Tun von Margarete Schmidt hervorragend. Und ich glaube auch, dass das Leben von Margarete Schmidt in diesem Sinne auch im 21. Jahrhundert noch ein großes Vorbild sein kann. Ich danke.